ihr schon einen gefunden? Der ist schön. Das ist ein schöner Baum. Der ist schön. Der ist ja riesig. Schaut euch mal den an. Kommt mal hierher. Der ist es. Ja. Herr Wöller. Was gibt's? Es war in der Hauspost hängen geblieben. Ja und? Schauen Sie auf den Absender. Ja. Das ist ja schon morgen. Ja. Buchen Sie ein Flugbusiness? Nein. Buchen Sie zwei. Und dann den blauen Anzug aus der Reinigung. Ja, wieso zwei? Fragen Sie nicht. Machen Sie es einfach. Aber flott. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber irgendwie tut mir dieser schöne große Baum einfach leid. Agnes, lass es gut sein. Ehrlich, Agnes, das würde doch aussehen, als wäre eine popelige kleine Tanne gut genug für die bedürftigen Kinder. Und willst du, dass wir den zurückbringen? Nein, aber trotzdem hätte ein kleinerer Baum auch gereicht. Also es reicht mir jetzt. Wie soll man denn da in eine weihnachtliche Stimmung kommen, wenn du immer an allem herummäkelst? Agnes, der Baum ist nun mal gefällt und der dient einem guten Zweck. Und jetzt bitte mach die Tür auf. Ja, es gibt noch so unendlich viel zu tun. Hol sie weg. Vor allem müssen wir bis Heiligabend noch mehr Spenden auftreiben, sonst steht die Hälfte der Kinder ohne Geschenke da. Ja, aber so kurz vor Weihnachten sind die meisten doch knapp bei Kasse. Hat der Wöller eigentlich schon gespendet? Wenn man vom Teufel spricht. Hat Ihr besseres Ich doch noch gesiegt und Sie bringen eine Spende? Wie? Ach so, nein. Viel schlimmer. Vom Vatikan? Ja. Ich dachte, mich trifft der Schlag. Seit 3 Jahren versuche ich, eine Privataudienz zu kriegen. Und ausgerechnet jetzt, 3 Tage vor Weihnachten, drückt die Laber mir das dann in die Hand. Ja, aber das ist doch wunderbar. Wo ist das Problem? Und Gattin? Ja, das ist doch nur eine Höflichkeitsfloskel. Oder Begleitperson. Und da dachte ich, ob Sie nicht eventuell... Sie wollen mich mitnehmen? Ja. Nach Rom? Ja. Zum Heiligen Vater? Ja, das hat doch was. Also, ich weiß nicht. Wieso denn nicht? Ich meine, erstens kenne ich mich da doch nicht aus bei so einer Audienz. Und zweitens, für Sie wäre es die einmalige Gelegenheit, mit Ihrem geistigen Oberhaupt Auge in Auge gegenüberzutreten. Jetzt bleiben Sie doch mal stehen. Und dafür zu sorgen, dass ich mich nicht daneben benehme. Vergessen Sie es, Herr Wöller. Nein, übermorgen ist Weihnachten und Sie wissen, wir haben über 20 Kinder hier zu Gast und es gibt noch so unendlich viel zu tun. Und außerdem, wie sieht denn das aus, wenn ich nicht dabei bin? Also, ja, aber die Audienz ist doch schon morgen. Was? Um 10 Uhr. Schon? Ja. Dieser Brief hat tagelang in der Hauspost herumgelegen. Aber die Frau Laban hat 2 Plätze reserviert für die 1310-Maschine nach Rom. Business, versteht sich. Und falls wir dann am nächsten Tag diese 1520-Maschine erwischen, dann sind Sie sicher am Abend wieder im Lande. Schwester, Sie müssen mir beistehen in meiner größten und schwersten Stunde. Jawohl. Weil sonst sage ich ab. Also alleine gehe ich da nicht hin. Darf ich? Ja, danke. Morgen Abend sind wir zurück. Ehrenwort? Ehrenwort. Also gut, ich komme mit. Danke. Unter einer Bedingung. Die wäre? Ich möchte in Rom das Grab unserer Ordensgründerin besuchen. Und wir fliegen Touristenklasse. Economy? Und Sie spenden 500 Euro für die Weihnachtsgeschenke für unsere Kinder. 500 für 20 Kinder? Ja. Das reicht doch hinten und vorne nicht. Sagen wir 2000. Ja, wenn schon, denn schon. Und Sie packen jetzt und ich hole Sie in einer Stunde ab. Vergessen Sie den Scheck nicht, den Spendencheck. Und Sie die Quittung nicht, die Spendenquittung. Ja. Kloster Kaltental, Schwester Jennifer. Hallo Jenny, hier ist Hildegard. Kannst du Hannah bitte ausrichten, dass eure Kinderfeier steigen kann? Dann ist die Mutter also einverstanden. Ja,
habe sie gar nicht erst gefragt. An Weihnachten ist sie meistens ziemlich deprimiert und alles, was Geld kostet, deprimiert sie noch mehr. Aber es besteht keine Gefahr, dass sie bei euch auftaucht. Sie hat volles Programm. Schwester Hildegard, wo bleibt das Weihnachtsgebäck für seine Exzellenz? Sie backen das doch nicht etwa selbst. Hast du das gehört? So geht das schon seit dem ersten Advent. Wie meinen Sie das? Nun, das ist doch offensichtlich. Dabei sollte der Advent mit Freude auf die Fleischwerdung unseres Heilands verbracht werden. Aber Sie benehmen sich, als stünde der Karfreitag bevor. Tut mir leid, Herr Rossbauer, aber Weihnachten weckt in mir die trostlosesten Kindheitserinnerungen. Mit einer weinenden Mutter und einem Vater, der den Heiligabend lieber in der Kneipe verbracht hat. Stammt nicht der Satz von Ihnen, dass ab 40 jeder für sein eigenes Leben und seine Gefühle verantwortlich sei? Danke, Schwester. Bitte, die Springerle sind mit Vorsicht zu genießen. Schwester Margarete hat schon eine Zahnblombe eingebüßt. Oh, dann konzentriere ich mich lieber auf die Zimtsterne. Wollen wir den Weihnachtsbaum nicht doch schmücken? Nein. Und jetzt wollen wir die nächste Stunde nicht gestört werden. Wie Sie wünschen. Na endlich, wo bleiben Sie? Ja, können froh sein, dass ich den Anzug überhaupt so schnell bekommen habe. Und was die Umbuchung von der Business Class in die Holzklasse angeht, also da habe ich nur noch 2 Tickets bekommen. Und zwar in der 14. und in der 23. Reihe. Aha. Und Gang und Fenster ist nicht. Mitte? Das ist doch nicht Ihr Ernst. Die Maschine war völlig ausgebucht. Was ist mit der Pressemitteilung? Lesen Sie die vor. Rom. Bürgermeister Wolfgang Wöller wurde heute 10 Uhr vom Heiligen Vater zu einer Privataudienz empfangen. Geht's auch schneller? Das Gespräch, in dem der Papst die Bedeutung der Lokalpolitik für das leibliche und seelische Wohl der Bürger hervorhob, verlief in einer herzlichen Atmosphäre. Wolfgang Wöller ist der erste der über 200 Bürgermeister der Stadt Kaltental, dem diese Ehre zuteil wurde. Das will ich im Kaltentaler Boten lesen, in der Weihnachtsausgabe. Mit einem Foto von mir und seiner Heiligkeit. Das wird dann nachgereicht. Wie Sie wünschen. So, mein Gott, das schaffen wir nie. Rufen Sie den Wachtmeister an. Der soll uns beim Kloster abholen und dann mit Tatütata zum Flughafen. Genau. Ich fürchte, der Grund meiner, wie soll ich das jetzt nennen, Traurigkeit liegt wahrscheinlich viel tiefer. Vielleicht beneide ich ja all die Frauen, die umringt von ihren Kindern und Familie unter dem Christbaum sitzen. Aber die Mutter Oberin ist momentan nicht zu sprechen. Entschuldigen Sie, Schwester, aber für mich ist Schwester Elisabeth immer zu sprechen. Mutter? So eine Überraschung. Darf ich vorstellen, seine Exzellenz Bischof Rossbauer, Schwester Wichtrud, meine Vorgängerin und Mentorin im Orden. Freut mich, Sie endlich persönlich kennenzulernen. Aber den Ring zu küssen ersparen Sie mir lieber, sonst falle ich womöglich um. Nein, nein, schon gut. Auch ich habe schon viel von Ihnen gehört. Ah? Sie sehen nicht gut aus, mein Kind. Ja, nein, ja. Und etwas erfreuter könnten Sie schon dreinblicken, wenn Sie Ihre alte Ex-Chefin nach so vielen Jahren wiedersehen. Natürlich. Nehmen Sie doch Platz. Ja. Ja, bitte, setzen Sie sich. Ja, aber nur 10 Minuten. Da muss ich mich nämlich hinlegen. Öffentliche Verkehrsmittel sind in meinem Alter eine Qual. Und um einen herum alle diese ewig telefonierenden Menschen. Und haben Sie etwa auch so ein Gerät ohne Schnur? Nun ja. Und warum ist dieser Baum nicht geschmückt? Diese Zimtsterne. Sind sehr zu empfehlen. Nein, nein, danke, danke. Ich muss auf meinen Zuckerspiegel achten. Setzen Sie sich. Ich habe beschlossen, Weihnachten bei Ihnen zu verbringen. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen. Aber nein. Das glaube ich Ihnen zwar nicht, aber Sie können nichts dagegen machen. Jetzt bleib mal ganz ruhig. Wenn irgendwas sein sollte, der Herr Wöller hat sein Handy dabei. So, und was machen wir mit dem armen Dieter? Gestern durfte er die Klinik verlassen, aber die Beinschiene, die muss ja noch 3 Monate dranbleiben. Und der wünscht sich doch so sehr einen kleinen Hund. Ich habe alles versucht, aber der Hausbesitzer stellt sich stur. Keine Hunde im Haus. Wo bleiben Sie denn? So, wir müssen los. Also, ich muss los. Auf Wiedersehen. Aber du kommst doch bestimmt morgen wieder. Ja. Danke. Und
Und vergiss nicht, eine Autogrammkarte vom Heiligen Vater mitzubringen. Ja. Wenn wir den Flieger nicht kriegen, können wir das Ganze vergessen. Erst den Scheck. Und die Quittung. Simsalabim. Da. Ha. Bitte? So, und damit geht ihr jetzt und kauft die Geschenke für die Kinder, ja? Und den Pass dabei? Ja, und eine Flasche vom besten Klostergeist für unseren Heiligen Vater. Das können Sie vergessen. Wie wollen Sie das durch die Kontrolle kriegen? Was? Wieso? Wann sind Sie das letzte Mal geflogen? Sie dürfen doch keine Flüssigkeit mitnehmen. So. Und Schnaps für den Papst, ja, der kommt auf so eine Schnapsidee. Arme Agnes, es war Ihr Herzenswunsch. Naja. Entschuldigung, geh ja. Nicht schneller. Wo brennt's? Wir müssen die 1320 Maschinen nach oben kriegen. Wie bitte? Ja, die Frau Labin nicht gesagt, dass sie uns eskortieren sollen zum Flughafen. Natürlich nicht, sonst wäre ich erst gar nicht gekommen. Eskortieren, ich glaube, ich spinne. Moment, Schwester Hanna und ich, wir haben eine Audienz beim Papst. Audienz beim Papst? Ja. Sie, wo Sie nur Ostern in die Kirche gehen. Ja, ich. Und Sie fahren jetzt vor uns her mit Blaulicht, mit Tatütata, oder wollen Sie den Rest Ihres Lebens vor der Bahnhofstoilette Ehrenwache schieben? Der Gedanke könnte mir gefallen. Herr Mayer, bitte. Schon gut, schon gut. Für Sie doch immer. Und weil Weihnachten ist natürlich. Ja. Schauen Sie sich an. Ich habe ein ganz komisches Gefühl. Das kann nicht gut gehen. Agnes, beschrei es nicht. Was soll denn da schon passieren? Also lasst uns überlegen, was zu tun ist. Wir müssen uns wegen Dieter was einfallen lassen. Welcher Dieter? Na, der Junge, der von einem Auto angefahren wurde. Also ich würde sagen, Jenny und Gina gehen auf die Bank und lösen den Scheck ein. Und dann besorgen sie die Geschenke von der Wunschliste. Und wir beide, wir kümmern uns um Dieter. Der Baum ist viel zu groß. Ein kleinerer hätte es wirklich auch getan. Schwester Hildegard, seien Sie so nett und zeigen Sie der Mutter unsere Gästezimmer. Und lassen Sie sich Zeit und erholen Sie sich. Ja. Weihnachtsempfang im bischöflichen Palais ist erst um 20 Uhr und Sie sind natürlich herzlich eingeladen. Empfang? Ja, Empfang. Mit allen wichtigen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Und auch morgen haben wir jede Menge vor. Das traditionelle Weißwurstessen im Rathaus, dann das Bläserkonzert. Bläserkonzert auf dem Christkindlmarkt und am Abend ist dann noch der große Empfang bei den Löwen. Im Zoo? Nein, bei dem Fußballverein, bei dem ich Ehrenmitglied bin. Bei den Bayern, nicht bei den Löwen. Sie sehen also volles Programm. Ich komme auf gar keinen Fall mit. Ach, ja? Ja, das ist doch ein einziger Jahrmarkt der Eitelkeiten. Den heiligen Abend werden wir in aller Beschaulichkeit und Stille dort verbringen, wo ich vor mehr als 60 Jahren als Novizin angefangen habe. In Kalkenthal. Genau. Morgen fahren wir hin. Morgen schon? Ja. Entschuldigen Sie, Mutter, aber als Vorsteherin unserer Ordensgemeinschaft gehört das Repräsentieren. Papp, papp. Warum ich anrufe? Wir haben heute Abend einen Gast mehr. Frau Wichtrud Kemper, die ehemalige Äbtissin der Magdalenerinnen. Das können Sie alles vergessen. Wie? Warum? Ich dachte... Die Mutter streikt. Und Heiligabend will sie im Kalkenthal verbringen. Ich rufe zurück. Ja. Aber dann... Fällt alles ins Wasser. Aber wieso? Sie müssen doch nicht mit. Sie kennen die Mutter nicht. Natürlich muss ich mit. Und Sie auch. Ich? Nein. Exzellenz, allein stehe ich das nicht durch. Oh mein Gott, diese Frau. Einerseits verdanke ich ihr alles, aber andererseits... Sobald sie da ist, fühle ich mich wie die kleine Novizin von damals. Aber glauben Sie nicht, dass es allmählich an der Zeit war, sich von Ihrem Vorbild zu emanzipieren? Was soll das heißen, Vorbild? Nun ja, Ihr Führungsstil erinnert doch sehr stark an die von Ihnen geschilderten Verhaltensweisen Ihrer Vorgängerin. Also, es war wirklich lächerlich. Entschuldigen Sie, aber Ihre Ex-Mutter fühlt sich im Gästezimmer nicht wohl. Ja und? Ich habe versucht, es ihr auszureden, aber nun ja, was soll ich sagen? Ja, was? Sie ist in ihr ehemaliges Zimmer gegangen. In mein Zimmer? Ja, sie lässt gerade das Bett neu beziehen. Mein Gott, ist das schön. Da, da
ist das Kolosseum. Also wenn der Taxifahrer jetzt noch bei der Engelsburg vorbeifährt, dann raste ich aus. Da ist die Engelsburg. Nee, das reicht mir. Signore, nächste Stadtrundfahrt. Hotel Minerva Prego im Centro. Wir bringen nur schnell das Gepäck aufs Zimmer, ja? Aber dann trinkt man Bier. Dann schauen wir uns natürlich die Stadt an. Sie? Sie auch? Nein, ich muss erst mal meine Beine ausstrecken. Im Flieger sitzt man ja wie in einem altgermanischen Höckergrab. Was bitte gibt's denn da nicht zu verstehen? Also jetzt noch mal ganz langsam. Sie dringen in mein Büro ein und wühlen den vertraulichen Akten rum. Ja? Und dann wundern Sie sich, dass man Ihnen kündigt. Seien Sie doch froh, dass wir Sie nicht angezeigt haben. Ja? Sondern jetzt bitte ich Sie, gehen Sie auf Ihr Zimmer, räumen es und verlassen unser Hotel. Ja, auf Wiedersehen. Buonasera, Sorella, Signore. Wir sprechen Deutsch. Wöller, wir haben zwei Einzelzimmer bestellt. Ah ja, genau, mit Blick über die Altstadt. Ja, das tut mir leid, da habe ich nur noch eins, das gerade frei geworden ist. Das andere geht nach hinten raus. Das nehme ich. Kommt überhaupt nicht in Frage. Geben Sie der Dame das Zimmer mit Aussicht. Ich kenne Rom auswendig. Vom Postkarten. Danke. Es geht mich ja nichts an, aber ich wurde da eben Zeuge, wie Sie die junge Frau entlassen haben. Muss das sein? So kurz vor Weihnachten, noch dazu ist sie in anderen Umständen. Entschuldigen Sie, Schwester, Sie dürfen sich gerne über den Service oder über das Zimmer beschweren, aber Personalentscheidungen überlassen Sie doch bitte mir. Da hat er recht. Können wir jetzt die Zimmerschlüssel haben, bitte? Ja, selbstverständlich. Bitte schön. Danke. Danke. So, ich sag's selber. Oh. Grazie. Die wollen alle noch unser Geld. Geben ist seliger als nehmen. Amen. Na und? Der Mann hat seine Gründe, das Mädel zu entlassen. Das Mädchen ist schwanger. Ja, auch Schwangere haben nicht das Recht, im Büro ihre Chefs herumzuschnüffeln. Versetzen Sie sich mal in die Lage des Managers. Wo sollt ihr so schnell Ersatz herbekommen und noch dazu jemand, der Deutsch spricht? Wieso Deutsch? Weil ich meinen Urlaub grundsätzlich nur in Hotels verbringe, die von einem deutschen Management geführt werden. Darf ich den Panoramablick mal sehen? Oh, natürlich. Kommen Sie. Also wirklich, Herr Wöller, wir können gerne tauschen, wo Sie schon das Zimmer bezahlen. Nein, nein, das geht schon in Ordnung. Mein Gott, ist das schön. Ja, was habe ich gesagt? Postkarte. Herr Wöller, jetzt schauen Sie sich das doch mal an. Die heilige Stadt. Heilige Stadt, dass ich nicht lache. 2000 Jahre Intrigen, Mord und Totschlag, ein einziges Sodom und Gomorra. Und da wollen Sie mich rumlaufen lassen? Ganz alleine? Gleich wieder gehen. Grüß Gott, Frau Schober. Ich weiß, der Hausbesitzer. Aber wenn wir ihn irgendwie herumbekommen, dann wären Sie doch einverstanden, oder? Ja, das hat doch Schwester Hanna schon versucht. Bitte verstehen Sie mich. Ich möchte nicht, dass der Junge sich falsche Hoffnungen macht. Also bitte gehen Sie. Mama, ist das Schwester Hanna? Nein, hier ist Schwester Felicitas. Hallo, Dieter. Wo ist Schwester Hanna? Spätzchen, du weißt doch, wir dürfen hier keine Haustiere halten. Aber wir beide versuchen, dir deinen Wunsch zu erfüllen. Schon gut. So, jetzt haben sie es geschafft. Zufrieden. Was jetzt? Wir klingeln jetzt an jeder Tür und fragen die anderen Mieter, ob sie etwas gegen einen Hund haben. Und morgen übergeben wir dem Hausbesitzer eine Unterschriftenliste. Der Junge bekommt seinen Hund, koste es, was es wolle. Sie hat vor über 500 Jahren unseren Orden gegründet und ist vom Papst selig gesprochen worden. Och, Herr Wöller, jetzt hören Sie endlich mit diesem Ding auf. Ich bin ganz Ohr. Was habe ich gesagt? Selig gesprochen. Sehr beeindruckend.
Warum eigentlich nicht heilig? Genau das werde ich den Heiligen Vater morgen fragen. Da ist es. Und jetzt seien Sie bitte einen Moment still, ja? Jawohl. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. So. Na prima. Kriege ich jetzt endlich mein Bier? Erst noch die Sixtinische Kapelle. Die kenne ich. Die spielen Dufte, die Jungs. Ja, ja. Felicitas! Ja? Kannst du mir schnell helfen? Was ist denn? Ich komme nicht an die Spitze. Bei einem kleineren Baum. Also Agnes, wenn ich die Worte kleinerer Baum noch einmal höre, kriege ich einen Schreikrampf. Schau mal, was mein Papa mir geschenkt hat. Ist das kitschig? Das ist nicht kitschig. Das ist italienisch. Gina, kommst du oben an die Spitze? Ich schaff das nicht. Bei einem kleineren Baum wäre das alles. So, Schluss aus! Es reicht! Ich gehe jetzt in die Kapelle. Ihr könnt mir ja Bescheid sagen, wenn der ganze Rummel hier vorbei ist. Agnes, musste das sein? Ich hab ja nur gesagt, dass bei einem kleineren Baum alles wieder. Stimmt, Hanna. Ich muss noch auspacken. Stimmt doch aber! Kloster Kaltental, Schwester Gina? Ist Hanna da? Die Mutter will Sie sprechen. Hanna ist beim Herrn Wöller. Das ist ärgerlich. Wieso? Was will die Mutter denn von Hanna? Sie wird Weihnachten nun doch bei euch feiern. Weil Schwester Wichtrud mitkommt und, so wie es aussieht, auch Bischof Roßbauer dazu verdonnert wird, stille und beschauliche Weihnachten zu feiern. Das geht nicht. Wieso nicht? Still und beschaulich wird's bei uns ganz bestimmt nicht. Wir haben eine Weihnachtsfeier mit 20 Kindern, Weihnachtsmann, Knecht Ruprecht und allem drum und dran. Also das kann Hanna der Mutter selber schonend beibringen, weil ich habe keine Lust, schon wieder ins offene Messer zu rennen. Weil die Mutter Oberin mit ihrer Vorgängerin, einer gewissen Schwester Wichtrud, bei uns Weihnachten feiern will. Wichtrud? Ja! Oh mein Gott! Du meinst die Oberin von der Mutter Oberin? Ja! Nur noch schlimmer! Also gegen die ist ja unsere Mutter ein sanftes Lamm. Ich hab's ja geahnt. Ich ruf jetzt den Wöller an. Hallo? Sie? Was gibt's? Na und? Bis die Mutter Oberin bei Ihnen auftaucht, sind wir längst wieder zurück. Nein, das geht jetzt nicht, aber ich werde das gerne ausrichten. Genau, mit dem nächsten Flieger. Ja, genau. Ich muss jetzt leider Schluss machen. Bis dann. Mit wem haben Sie denn jetzt schon wieder telefoniert? Mit der Frau Laban. Aber das war jetzt der letzte Störenfried. Gut. Und Sie? Haben Sie sich satt gesehen? Erst noch die Fontana di Trevi. Moment, das kenne ich. Und wissen Sie, wer in dem Brunnen geplanscht hat? Nackig. Was? Anita Ekberg, die Sexbombe. In dem Film von Fellini, La Dolce Vita. Sexbombe. Und ich dachte schon, Sie hätten doch ein paar verschüttete Qualitäten. Natürlich, ich war damals 16. Voll in der Pubertät. Sowas vergisst man nicht. Sie sind immer noch in der Pubertät, wenn Sie mich fragen. Also wenn schon, Postpubertät. Schwester, ziehen Sie sich ruhig die Sixtinische Kapelle rein. Ich trinke jetzt hier mein Bier. Was? Wieso? Ich bin schon ganz heißer vom vielen Laufen. Na gut, tun Sie, was Sie nicht lassen können. Genau. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Ja, ja. Banause. Wenn Sie wüssten, was Sie verpasst haben deiner Sixtinischen Kapelle. Das ich habe überhaupt nichts verpasst. Ich habe mein Bier getrunken. Schauen Sie mal, das ist das Mädchen wieder.
Na und? Du musst mir doch irgendwie helfen. Schwester, Sie heißen Schwester Hanna und ich Mutter Theresa. Also bitte kommen Sie, wir müssen morgen früh raus. Ja, sie tut mir halt leid. Hallo, ich bin. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie dankbar ich dir bin. Danke, dass ich bei euch schlafen kann. Ja, bis später, Paula. Guten Morgen. Guten Morgen, Mutter. Mutter ist nicht mehr. Sie können Wichtrut zu mir sagen. Wie ich sehe, ist Frau Dr. Reuter noch nicht an ihrem Arbeitsplatz. Es wurde gestern Abend doch etwas später beim Empfang im bischöflichen Ordinariat. Aber ich bin sicher, sie wird gleich kommen. Ah, Sie haben jetzt also die Aufgaben, die Elisabeth früher bei mir hatte. Die Mutter war Ihre Assistentin? Sekretärin. So vornehm waren wir damals noch nicht. Und als Assistentin war sie auch nicht gerade geeignet, so schusselig, wie sie sich immer angestellt hat. Ah, Orangenmarmelade. Eigentlich sind die Toasts für die Mutter bestimmt, Mutter. Setzen Sie sich und erzählen Sie, wie ist sie so, Ihre Chefin? Nun ja, mit Ihnen als Lehrmeisterin und Vorbild? Ach, dann scheucht sie sie also auch immer herum und nichts kann man ihr recht machen? Nein, so hart würde ich es nicht formulieren. Ich schon. Ich weiß Bescheid. Mein Fehler, aber ich war durch meine Aufgaben damals ziemlich überfordert und habe mir eine Fassade aus Härte und Unnachgiebigkeit antrainiert. Alle haben darunter gelitten. Besonders Elisabeth. Schenken Sie mir ein. Hm. Ihren doppelten Doktor hat sie nur gemacht, um möglichst weit weg von mir zu sein. Aber ich werde auf meine letzten Tage, die mir noch verbleiben, alles versuchen, um das wieder gut zu machen. Deshalb wollen Sie nach Kaltental? Hm. Genau. Hm. Dort kann sie mir so schnell nicht entwischen. Die Orangenmarmelade nehmen wir mit. Schauen Sie da oben in der obersten Etage, das zweite Fenster von rechts. Das ist das Zimmer vom Papst. Diesen historischen Moment müssen wir für die Nachwelt festhalten. Oh ja. Excuse me. Shirley? Can you make a picture from the two of us? Close. Danke. Thank you. Ah ja. Wo genau müssen wir eigentlich hin? Ja, in den Vatikan, denke ich doch. Der Vatikan ist groß. Zeigen Sie doch dem Gardisten da Ihre Einladung. Der weiß sicher, wo wir hin müssen. Machen Sie ein Foto von uns beiden? Ja. Privataudienz. Das ist eine Massenveranstaltung mit 300 Pilgern im Petersdom. Ja, und Hauptsache, wir sehen den Papst und er gibt uns seinen Segen. Und ich dachte, dass einmal in meinem Leben meine Verdienste gebührend gewürdigt werden. Und jetzt? Herr Möller, die Einladung ist doch eine Ehre. Nein, mit einer Massenveranstaltung lässt sich ein Wolfgang Müller nicht abfertigen. Nicht mit mir, Schwester. Ich reise ab. Herr Wöller, wo wir schon mal hier sind. Sie können ja gerne hingehen. Ich nehme den nächsten Flieger nach München. Herr Wöller, das ist eine einmalige Chance. Wir kriegen den persönlichen Segen des Papstes. Apropos, eine Ihrer Nonnen hat gestern angerufen.
Die Mutter Oberin möchte jetzt doch Weihnachten im Kloster feiern. Was? Gestern? Und das sagen Sie mir erst jetzt? Ich dachte, Sie drehen sonst durch und reisen überstürzt ab. Das ist doch... Das ist das Allerletzte! Ja, vielleicht kriegen wir einen früheren Flieger und schaffen es rechtzeitig. Ah, da sind Sie ja. Reichlich spät, wenn ich das anmerken darf. Guten Morgen, entschuldigen Sie. Ja, ich weiß. Die äußerst wichtigen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Nehmen Sie doch Platz. Und ich hole Ihnen noch schnell eine Tasse und bestelle Ihnen zwei Toast. Nein, danke, nicht nötig. Ach, habe ich Ihnen den Appetit verschlagen? Wie kommen Sie darauf? Natürlich nicht. Aber bei diesen Festtagen kriegt man ständig überall etwas angeboten. Wie haben Sie geschlafen? Wann fahren wir nach Kaltental? Da müsste ich erst mal Schwester Hanna kontaktieren, wenn Sie gestatten. Ja, bitte, bitte. Kontaktieren Sie so viel Sie wollen. Telefon! Ich höre nichts. Und was ist, wenn es Hanna ist? Hanna? Nein. Aber wenn ich Sie sprechen könnte, wäre ich überglücklich. Mutter Oberin, Hanna ist beim Herrn Wöller. So, bei Herrn Wöller. War sie da nicht gestern schon? Ja, schon. Aber es geht um eine größere Spende für unsere Weihnachtsfeier. Weihnachtsfeier? Ja, nichts Besonderes. Nur eine kleine Feier für die kinderbedürftiger Familien, die wir gerne beschenken wollen. Warum weiß ich nichts davon? Es hätte doch sein können, dass ich mich finanziell engagiert hätte. Brauchen Sie nicht. Wir haben über 2000 Euro zusammen. Über 2000 Euro? Ja, wir wussten ja nicht, dass Sie gerne Weihnachten bei uns feiern wollen. Wie viele Kinder erwarten Sie? Kinder? 20. Mindestens. 20 Kinder? Aha, nein. Nein, bei aller Liebe. Ich denke, in Anbetracht der Situation werden wir von einer Teilnahme absehen. Aber Schwester Hanna soll sich trotzdem umgehend bei mir melden. Richte ich aus. Gelobter Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Und? Sie kommt nicht. Habe ich Sie richtig verstanden? Sie haben unseren Besuch in Kaltental abgesagt? Da findet eine Weihnachtsfeier mit über 20 Kindern statt. Und das dürfte doch kaum Ihrer Vorstellung von Stille und Besinnlichkeit entsprechen. In Ihrem fortgeschrittenen Alter und bei Ihrem Gesundheitszustand. Ich danke Ihnen für Ihre rührende Fürsorge. Aber wir fahren. Bitte. Aber wir fahren frühestens nach dem Weißwurstbrunch im Rathaus. Elisabeth. Entschuldigen Sie, könnten Sie bitte für mich herausfinden, wann der nächste Flug nach München geht und ob da noch Plätze frei sind? Business Class. Ach, ist völlig egal. Oh, das tut mir leid, wir haben gerade Generalstreik. Seit gestern Abend geht gar nichts mehr. Bitte sagen Sie, dass das nicht wahr ist. Ja, dann besorgen Sie uns einen Mietwagen. Die sind doch jetzt auch total ausgebucht. Wo ein Wöller ist, da ist ein Weg. Hier. Ich fürchte, das wird nicht reichen. So. In einer halben Stunde steht da draußen ein Mietwagen, okay? Und dann machen Sie uns die Rechnung fertig. Haben Sie morgen Feierabend? Warum? Weil wir einen Weihnachtsmann brauchen für unsere Kinderweihnachtsfeier. Das Übliche, aus dem goldenen Buch vorlesen, Geschenke verteilen. Wer ist denn da für uns drin? Wir dachten 50 Euro für jeden. 100. Für jeden. 75? 100?
Also gut. 17 Uhr im Kloster Kaltental. Morgen, pünktlich. Okay. Aber die Hälfte im Voraus. Rest nach der Feier. Wo ist er? Voilà. Das ist doch wohl nicht Ihr Ernst. Das soll ein Mietwagen sein? Es war absolut nichts anderes mehr zu kriegen, ja? Ich schwör's. Für das Geld kriegen Sie bei mir einen anständigen Gebrauchtwagen. Also so schlecht ist er doch gar nicht. Also, Herr Wöller, jetzt machen Sie keinen Aufstand. Wir müssen los. Ja, wir werden es ja irgendwie hinkriegen. Bitte sehr, und beehren Sie uns recht bald wieder. Gern. Buße ich schon mal 2 Wochen am Sankt-Nimmerleins-Tag. Grazie. Fahren Sie oder ich? Steigen Sie ein. Gute Fahrt, ja? Sind die Hand bemalt? Ja, sind Mund geblasen und Hand bemalt. Ja? Hier ist Schwester Hildegard. Ach, grüß Gott, Schwester. Frau Labern, wissen Sie, wo Schwester Hanna steckt? Ich versuche seit einer Ewigkeit, sie zu erreichen. Aber Schwester Hanna ist doch mit Herrn Wöller in Rom. Beim Papst. Wie bitte? Oh Gott, das hätte ich jetzt vielleicht nicht sagen sollen. Aber Schwester Hanna begleitet Herrn Wöller zu einer Audienz beim Papst. Wenn das die Mutter rauskriegt, dann frohe Weihnachten. Das darf doch alles nicht wahr sein. Null Problemo. Ich rufe den nächsten Pannendienst an und 0,0 sind wir wieder flott. 0,0? Das dauert doch ewig. Sie als Autohausbesitzer müssen doch einen Reifen wechseln können. Wo ist mein Handy? Sagen Sie bloß, Sie haben das im Hotel liegen lassen. Ja, ich weiß ganz genau, dass ich es eingesteckt habe. Das heißt, ich habe mit der Frau Laban telefoniert auf dem Klo, wo ich meine, im Bad. Und haben es dort vergessen. Oh. Wir haben einen Wagenheber, einen Ersatzreifen haben wir auch. Na los! Da ist eine Tankstelle. Das machen wir doch selber. Ich habe sowas noch nie gemacht. Sie haben was? Sowas noch nie gemacht, dafür habe ich eine Werkstatt. Suchen Sie die Werkzeugtasche. Von Ihnen, wie Sie sich als Vermieterin um den kleinen Jungen kümmern. Ich tue, was ich kann. Wo Sie es aber schriftlich haben, dass keiner der anderen Mieter im Haus etwas dagegen hat, wenn der Junge seinen Hund bekommt. Danke, Frau König. Also dann bis morgen. Bis morgen. Kloster Kaltental, Schwester Gina. Sag mal, seid ihr noch zu retten? Hanna ist mit Herrn Wöller in Rom und keiner sagt mir was? Hey, mein Gott, sie sitzt schon im Flieger zurück und ist heute Abend da. Also wieso die Aufregung? Weil die Mutter doch kommt und seit Tagen versucht, Hanna zu erreichen. Darum. Was meinst du mit die Mutter kommt doch? Ich kann versuchen, sie noch aufzuhalten. Aber wenn Hanna bei euch eintrudelt, schleppst du sie sofort zum Telefon und lässt sie bei mir anrufen. Sicher. Aber sag mal. Gelobt sei Jesus Christus. Sind die hohen Herrschaften immer noch beim Weißwurstessen? Ja. Wie ich sehe, sind sie schon reisefertig. Ja, allerdings. Mir reicht's hier. Wo wollen Sie denn hin? Kaltental! Sie können Elisabeth anrufen und ihr sagen, ich warte. Ich muss Sie um etwas bitten. Aha. Sie sind unsere letzte Hoffnung. Ich höre. Thank you.
wurde auch richtig festgezogen. Das habe ich gerne. Daneben stehen und anschaffen. Ja, jedenfalls haben Sie was gelernt. So, und jetzt nichts wie weiter. Also der Vatikan, der bekommt einen Brief von mir, der sich gewaschen hat. Darauf können Sie sich verlassen. Ja, warum treten Sie nicht gleich aus der Kirche aus oder wechseln zu den Protestanten? Das wird die richtig ärgern. Gute Idee. Herr Wöller, Sie sind lediglich ein Opfer Ihrer eigenen Eitelkeit. So, und Sie? Ich? Ja. Ich bin ein Opfer meiner Gutmütigkeit und Naivität. Ich hätte wissen müssen, dass das nicht gut geht. Ja. Und dass Sie mir heute erst gebeichtet haben. Ich beichte nie wieder. Dass die Mutter Oberin nach Kaltental kommt, das ist wirklich das Allerletzte. Regen Sie sich ab. Ich fange es an, mich aufzuregen. Weil Sie zu schnell gefahren sind. Ja, wann denn? Ein Glück, dass wir die Reifenpanne hatten. Sonst stehen wir jetzt irgendwo auf der Autobahn. Also, Kühlwasser ist es nicht. Was dann? Könnte auch der Motor sein. Also was denn jetzt? Ich frag mal den Tankwart, vielleicht gibt's hier einen Mechaniker. Jetzt schauen Sie mich nicht so an. Beten Sie lieber einen Rosenkranz, dass wir hier rechtzeitig loskommen. Autohausbesitzer, keine Ahnung. Sie schickt der Himmel. Sie fahren doch sicher nach Deutschland. Schon, nur mir wurde gerade mein Wagen geklaut mit meinen ganzen Sachen. Aje. Ich dachte, vielleicht könnte ich bei Ihnen mitkommen. Naja, sieht schlecht aus. Aber gegen Ihr Pack ist das ja gar nichts. Erst der Job weg, dann das Auto. Das haben Sie mitbekommen. Fehlanzeige. Der nächste Ort heißt Ancelara und da gibt's eine Werkstatt und bis dahin schaffen wir's. Na, wenn Sie meinen, wir haben noch einen Fahrgast. Das ist doch, Genau. Laura Berger. Sind wir selber ein Auto? Er ist geklaut worden. Was sage ich immer? Bleib zu Hause und ernähre dich redlich. Herr Böller, der Bürgermeister von Kaltental. Ich bin Schwester Hanna. Kaltental, liegt das nicht bei München? Ja. Könnten Sie mich vielleicht in München absetzen? Gerne, wenn wir es bis dahin schaffen sollten. Wieso schmücken Sie den Baum? Wir sind doch gar nicht hier. Vielleicht doch. Wie? Zumindest fahren wir nicht heute. Und weshalb fahren wir nicht heute? Schwester Wichtroth liegt flach. Irgendwas mit ihrem Kreislauf. Ich habe ihr eine Flasche Klostergeist aufs Zimmer bringen lassen. Das ist ja die beste Nachricht seit langem. Ich meine, ich wünsche ihr das Beste. Sollten wir da nicht vielleicht einen Arzt holen? Das wird nicht nötig sein. Aber vielleicht schauen Sie nachher noch nach ihr. Ja, gut. Oh, und Sie rufen im Ordinariat an und teilen Bischof Rossbauer mit, dass wir nun doch zur Weihnachtsfeier ins Stadion können. Mach ich. Wo genau in München wohnen denn Ihre Eltern? Bogenhausen. Kommt mir vor wie im Krippenspiel. Maria, Josef und der Esel. Ach, jetzt hören Sie doch endlich mit Ihren zynischen Bemerkungen auf. Ja. Und was jetzt? Ja, ich schau, dass wir mal ein Zimmer hier kriegen. Ja, was heißt Sie schauen? Sie besorgen uns ein Zimmer, ist ja wohl das Mindeste. Was ist mit Ihnen? Ist Ihnen nicht gut? Oh, doch, doch. Tut mir leid, es geht schon. Ich glaube, das war alles ein wenig zu viel. Na ja. Aber ich möchte Ihnen wirklich nicht zur Last fallen. Nein, buongiorno. Ich kann auch versuchen, dass ich irgendwie mit dem Bus weiterkomme. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Mitgefangen, mitgehangen. Hm? Und? Die gute Nachricht. Es gibt Zimmer hier oben. Die schlechte, leider nur eins, ein Zweibettzimmer. Na prima. Laura und ich, wir kommen schon klar. Ja, und ich? Moment mal. Ja. Im Restaurant gibt's sicher eine Bank, auf der Sie schlafen können.
Was, im Restaurant? Ich löhne ja schließlich das Zimmer. Oh mein Gott, dann zahle ich eben für das Zimmer. Aber von einem Gentleman hätte ich eigentlich was anderes erwartet. Aber Sie, Sie wissen ja nicht mal, was ein Gentleman ist. Glauben Sie, dass Sie was Besseres sind, weil Sie eine Kutte tragen? Und das im Zeitalter der Emanzipation? Ich fasse Sie nicht. Haben mich in diese unmögliche Situation gebracht und ich werde nicht mit Ihnen in einem Zimmer nächtigen. Kann er hier in der Badewanne übernachten und von Ihnen absperren, damit Sie nicht in Versuchung geraten? Ich kann doch auch unten bleiben. Wahrscheinlich kann ich sowieso nicht schlafen. Nein, Ihr Gepäck können Sie hier lassen. Und jetzt bitte. Ich möchte mich frisch machen. Sie können sich ja unten mal umhören. Vielleicht finden wir doch noch irgendein Fortbewegungsmittel in diesem Dorf. Wie Sie wünschen. Sie gehen zuerst ins Bad. Ich muss noch mal telefonieren. Dankeschön. Kloster Kaltental, Schwester Gina? Ich bin's, Hannah. Hannah, wo bist du? Wir haben uns Sorgen gemacht. Wir sind gestrandet. In einem Dorf, Angulilara oder so ähnlich. Und ich habe keine Ahnung, ob wir hier jemals wieder wegkommen. Was? Wieso seid ihr nicht geflogen? Ja, weil die mal wieder streiken. Ist die Mutter Oberin schon da? Nein. Frag mich nicht wie, aber Hildegard hat es geschafft, dass sie erst morgen kommen. Frag sie, was der Papst zu meinem Klostergeist gesagt hat. Hast du gehört? Den haben wir doch gar nicht mitgenommen. Aber vielleicht tröstet Agnes der Gedanke, dass wir den Papst überhaupt nicht zu Gesicht bekommen haben. Was? Deswegen seid ihr doch hingeflogen. Das ist ein Roman, sage ich dir. Und jetzt mache ich lieber Schluss, sonst wird es so teuer. Warte! Und? Sie hat den Papst gar nicht gesehen. Was? Es gibt zwei Nachrichten. Die schlechte zuerst. Autos mieten kann man hier nicht. Und die noch schlechtere ist, morgen gibt es nur eine Busverbindung, und zwar zurück in Richtung Rom. Und Zug ist nicht. Also, kein Zug, kein Bus. Soll das heißen, wir sitzen hier fest bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag? Nein, 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 nein. Im nächsten Dorf gibt es ein Taxiunternehmen, aber laut Wirt meldet er sich nicht. Ah, und der fährt uns dann nach München. Am Heiligen Abend. Vergessen Sie's. Was ist? Ja, wo wollen Sie denn hin? Fangt schon mal ohne mich an. Was hat sie denn? Ich meine, ich bin ja nicht der liebe Gott, ja? Ich bin auch nur ein Mensch. Kann kein Auto schnitzen. Anderes. Ich habe sie ja so ein bisschen kennengelernt. Also in fremden Büros rumschnüffeln, passt doch gar nicht zu Ihnen. Ich habe da nur was nachgeschaut. Im Büro von Ihrem Chef? Ohne ihn zu fragen? Ich meine, das können Sie mir doch nicht erzählen. Also jetzt noch mal von vorne. Warum wollte der Sie so schnell loswerden? Also einer Nonne. Können Sie Ihre Rührgeschichte verklickern? Mir nicht. Entschuldigung. Jetzt holst du doch nicht den ganzen Tisch voll. Du hast lange nichts von mir gehört, aber du weißt ja, was passiert ist. Und wenn dir oder mir nichts einfällt, dann verpasse ich sogar noch deinen Geburtstag morgen. Ach, ganz zu schweigen von dem Ärger, den ich mit der Mutter kriegen werde. Also bitte, ich brauche dich. Und diese junge Frau, die du mir geschickt hast, was soll ich mit ihr? Was hast du vor? Irgendetwas stimmt nicht mit ihr, das ist mir klar, aber was? Was ist mit dem Vater des Kindes?
Buonasera, Monsignore. Scusi. Parlare Deutsch? Ein kleines Etwas. Na, endlich! Ich hatte schon die Befürchtung, Sie machen sich zu Fuß auf den Weg. Ich habe einen Wagen. Sie haben was? Vom Herrn Pfarrer. Ab morgen früh, unter einer Bedingung, er braucht ihn spätestens am Montag wieder zurück. Also Sie sind doch, ich breche mich hier ab, ja? Unsere Schwester Hanna geht kurz mal um die Ecke und kommt mit einem Wagen langsam, wieder. Langsam, noch haben wir ihn ja nicht. Erst müssen wir uns Gedanken machen, wie der Pfarrer ihn wieder zurückbekommt. Null Problemo. Der Herr Brodbeck, der fährt ihn hier runter nach Italien. Der kann von mir aus 3 Tage Urlaub hernehmen. Ja. Aber so, jetzt erst mal auf die Lebensretterin. Lesen Sie weiter. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen... Es geht Ihnen wieder besser. Und ihr habt es euch gemütlich gemacht. Bleiben Sie sitzen, Hildegard. Ich habe uns einen Glühwein bestellt. Und Sie, was haben Sie heute gemacht? Haben Sie erfolgreich networked? Na ja, da sind immer so viele Menschen, dass man kaum zu einem intensiveren Gespräch kommt. Also, dann fahren wir morgen nach Kaltental. Ja, sicher. Wenn es Ihr Gesundheitszustand gestattet. Er gestattet es. So, aber jetzt wird es Zeit für mich. Danke, Hildegard. Das war schön. Fast wie früher. Gute Nacht, meine Tochter. Gute Nacht, Wichtrud. Bis morgen. Gute Nacht. Soll ich Sie aufs Zimmer bringen? Danke. Noch schaffe ich das alleine. Möchten Sie vielleicht auch noch ein Glas Glühwein? Nein. Haben Sie Schwester Hanna erreicht? Nein, leider nicht. Aber man weiß jetzt in Kaltental Bescheid, dass wir doch kommen. Wie haben Sie das geschafft, Hildegard? Und das in kaum 48 Stunden. Wie bitte? Mich hat sie nie umarmt. Laura? Entschuldigung. Entschuldigung, ich kann nur nicht schlafen und dann kommen einem immer solche Gedanken. Ich weiß, wir kennen uns kaum, aber wenn ich dir irgendwie helfen kann. Du hast mir wirklich schon genug geholfen. Bald bin ich ja bei meinen Eltern. Laura, du kannst mir wirklich vertrauen. Ich weiß. So lieb von dir, aber ich glaube, ich muss damit alleine klarkommen. Warum gehst du zu deinen Eltern und nicht zum Vater deines Kindes? Es ist vorbei. Oh Gott. Das ist so lächerlich. Nur weil er für ein paar Monate geschäftlich nach Thailand musste. Da haben wir uns so schrecklich gestritten. So. Ich war so wütend und da habe ich Schluss gemacht. Ja, weiß er denn von dem Baby? Ja, dann. Bitte lass uns nie weiter darüber reden. Versuch zu schlafen. Wir haben morgen einen anstrengenden Tag und wir müssen früh raus. Jetzt reicht's mir aber. Thank you.
Monsignore. Buongiorno. Das soll der Wagen sein. Es tut mir sehr leid, aber eine andere habe ich nicht. Das ist fest. Alles, was recht ist. Sie fahren auf der Pritsche mit. Ich? Bei der Kälte? Dohne ich mir den Tod? Ich meine, Laura können wir das wohl kaum zumuten. Und Sie als Gentleman. Ja, Gentleman, ja, ja, auf einmal. Haben Sie vielleicht noch ein paar Decken? Ich denke schon. Außerdem ist es polizeilich verboten, da hinten mitzufahren. Ach was, das machen hier jede so. Ja, und wenn die Karabiniere kommen, dann legen sie sich einfach flache. Ja, flache. Ja. Hinlegen. Ich hole die Decke. Grazie. Jetzt zicken Sie hier nicht rum. Zicken? Ja, Sie haben mir die Sache eingebrockt. Ich? Ja, Sie. Und Sie löffeln sie auch aus. Steig ein, Laura. Der Herr fährt nicht mit. Ich helfe Ihnen. Puh, was ist denn das? Das ist der Duftbaum. Monsignore! Frohe Weihnachten. Oh, grazie. Telefon. Es ist bestimmt wieder die Mutter Obere. Also ich gehe nicht dran. Das ist doch wirklich zu dumm. Jetzt geht überhaupt keiner mehr ans Telefon. Und das seit Stunden. Die sind bestimmt mit den Vorbereitungen für die Feier beschäftigt. Ich sitze vorne. Ich sitze doch vorne. Tja, so ist das manchmal. Ich weiß, ich bin zu schnell gefahren, aber wir müssen bis heute Abend in München sein. Monaco. Ah, Monaco, Monte Carlo, Saint-Tropez. Nein, Bavaria, Oktoberfest. Ah, Monaco di Baviera. Sì, sì, sì. Oktoberfest. Sì. Verstehe. Aber was ist das? Der Weihnachtsmann. Das ist Herr Wöller, der Bürgermeister der Gemeinde Kaltental. Ja. Bürgermeister, dann sollten Sie wissen, dass das verboten ist. Ja, aber vorne ist kein Platz für drei. Und wir haben eine hochschwangere Frau an Bord. Der wurde das Automobil gestohlen. Bitte, Herr Wachtmeister, können Sie nicht ein Auge zudrücken? Es ist doch Weihnachten. Für Sie vielleicht. Aber ich darf Arbeit machen. Über die ganzen Feiertage. Jetzt machen Sie ja keinen Terror. Meinen Sie, ich mache das hier zu meinem Vergnügen? Mir ist saukalt und wir müssen weiter. Der Herr Wöller meint das nicht so. Und ob? Nur weil Sie eine Uniform anhaben mit goldenen Knöpfen, glauben Sie, Sie können Ihren Frust an Ihren Mitmenschen auslassen? Das macht 100 Euro. 100 Euro? Mhm. Das ist ja die übelste Abzocke. Was ist Abzocke? Herr Wöller, jetzt zahlen Sie, dass wir weiterkommen. So, jetzt möchte ich Ihren Namen, damit ich mich beschweren kann bei Ihrem Verein, Carabinieri oder was auch In immer. In dem Fall muss ich leider... Nein, schon gut, Herr Wachtmeister. Oh! Was? Das Kind kommt. Die Wien! Marino! Kommt das Kind? Ja. Und Sie sind schuld! Sì, 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 ho capito, capito. Prego, prego. Prego, avanti. Sì! Das war Rettung in höchster Not, aber bitte tu mir das nicht wirklich an. Kein Problem.
Na, sehen Sie? Noch keiner da. Wir haben also nichts verpasst. Gespenstisch. Das sieht ja fast genauso aus wie früher. Noch älter als ich. Wir müssen uns beeilen. Und wir müssen uns noch zurechtmachen und umziehen. Die beiden Gänse sind auch noch nicht im Ofen. Die brauchen doch bestimmt 4 Stunden. Hallo? Hallo? Ist da niemand? Wichtrud. Oh Gott, sie kommen und Hanna ist nicht da. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Naja, das sieht da drüben schon ganz schön festlich aus, nur hätte es nicht ein kleinerer Baum aufgetan. Ja, das habe ich ja auch die ganze Zeit gesagt. Aber und wir dachten, für die Bedürftigen der Gemeinde ist das Beste gerade gut genug. Ganz im Sinne des Neuen Testaments und der Bergpredigt. Grüß Gott, Mutter. Ach, lange nicht gesehen, Felicitas. Du bist auch älter geworden. Ich bin Schwester Agnes, grüß Gott. Aha. Wo ist Hanna? Oh, die ist nicht da. Aber Gina und Jenny, die suchen den Weihnachtsmann und den Knecht Ruprecht. Die sollten schon längstens hier sein. Na gut, Hildegard, zeigen Sie der Mutter ihr Zimmer. Sie wollen sich doch sicher hinlegen nach dieser anstrengenden Fahrt. Das mache ich bestimmt nicht. Ich habe mich schon sehr lange auf diesen Augenblick gefreut. Kann dich irgendetwas helfen? Ja, gerne. Die Knödel müssen noch geformt werden. Ich habe den Teig schon fertig gemacht. Also, dann los, an die Arbeit. Erst Hände waschen. Sie helfen mit. Ich? Ja. Also, ich... Ich kümmere mich um die Getränke. Der Holundersekt liegt im Kühlfach im Kühlschrank in der Speisekammer. Ach, ist das gemütlich? O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel lauf, reiß ab vom Himmel Tor und Tür, reiß ab vor Schloss und Riegel für. O Gott, ein Tau vom Himmel. Das ist es. Hier? Ja. Also, tausend Dank für alles. Frohe Weihnachten. Dir auch. Alles Gute für dich und dein Baby. Danke. Also... unsere Ordensgründerin. Sie hat ihr Leben jungen Frauen in Not gewidmet. Sie wird auch dir beistehen. Danke. Sind wir etwa schon da? Ja, in München. Jetzt bin ich doch wieder erwarten. Tatsächlich eingeschlafen. Was, hier soll die wohnen? Ja, ist seltsam, nicht? Das kann man wohl sagen. Wissen Sie, wer hier wohnt? Wer? Der Otto Gablonzer, der Hotelkönig. Dem zufällig das Hotel gehört, wo wir in Rom übernachtet haben. Ach. Und wenn das seine Tochter ist, dann fress ich ein das heißt, den Weihnachtsbaum. Und woher kennen Sie den? Ich verkehre in höheren Kreisen. So, jetzt helfen Sie mir wieder runter. Danke. Dann fahren wir los. Wir warten. Schwester, ich will nach Hause. Meine Knochen auftauen. Wir können Laura jetzt nicht alleine lassen. Dann tun Sie, was Sie nicht lassen können.
Herr Wöller, das Mädchen hat Probleme. Ich will nicht, dass sie in ihrem Zustand alleine auf der Straße steht. Ist ja gut, Schwester Theresa. Ich gehe nach Hause. Na gut. Aber zur Weihnachtsfeier kommen Sie, ja? Mit 20 Kindern und der schwarzen Mamba. Nein, danke. Mein Bedarf an Weihnachten ist gedeckt. Warum haben Sie sie überhaupt hereingelassen? Das ist ein Weihnachten. Entschuldigung. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich bin eine Freundin von Martin, Laura Berger. Aha. Und darf ich fragen, woher Sie sich kennen? Jedenfalls ist mir Ihr Name nicht bekannt. Ich habe bis gestern noch im Hotel Minerva gearbeitet. Ihr Sohn hat damals die Übernahme geleitet, als Sie das Hotel übernommen haben. Das ist ja über ein halbes Jahr her. Und was wollen Sie von ihm? Ich würde gerne mit ihm persönlich darüber sprechen. Sicher, aber mein Sohn ist nicht da. Wo ist er denn? In Thailand. Es tut mir wirklich leid, aber ich kann Ihnen nicht helfen. Guten Tag. Kann der Juniorchef Sie irgendwo erreichen? Nein, leider nicht. Ich habe zurzeit keine Adresse. Obwohl, kennen Sie das Kloster Kaltental? Nein, aber das kann man ja recherchieren. Ich meine, wenn der Junior aus Thailand zurückkommt. Danke. Kannst du mir nicht sagen, was wirklich los ist? Hier wohnen nicht deine Eltern, sondern der Vater deines Kindes, stimmt's? Martin ist nicht da. Hanna, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Was ich nicht verstehe, warum du ihm nicht gesagt hast, dass er Vater wird. Als wir uns getrennt haben, da wusste ich gar nicht, dass ich schwanger bin. Und später, als ich es merkte, da... Ich hatte Angst, dass er denkt, dass ich absichtlich schwanger... Mann, es hätte doch so ausgesehen, als würde ich mir den Sohn vom Chef angeln. Außerdem hätte er sich ja selber mal melden können, oder? Mensch, Mädchen. Ich bin so allein. Du kommst jetzt mit nach Kaltental. Und dann sehen wir weiter. Ich habe das einfach nicht mehr ausgehalten. Und dann bin ich ins Büro von meinem Manager und habe Martins Adresse gesucht. Tut mir leid, mein Junge, aber nach dem Essen musst du sofort nach Dublin. Was? Wieso? In der Kasse von dem neuen Grand Hotel fehlen ein paar Millionen Euro. Nein. Ja, gerade hat mich McKenzie angerufen. Es tut mir leid. Ich kann nur hoffen, dass sich das Ganze als ein Buchungsfehler herausstellt. Vater, ich möchte morgen nach Rom. Ach ja? Darf ich fragen, warum? Naja, ich habe was zu erledigen, was ich schon seit Monaten vor mir herschiebe. Doch nicht wieder diese kleine Angestellte aus der Minerva. Ich dachte, das wäre längst vorbei. Ja, dachte ich auch. Kannst du dich nach Dublin, Vater? Ich möchte sie wiedersehen, wenn sie mich überhaupt noch sehen will nach dem Streit. Tut mir leid, mein Junge. Die Jahresabrechnung steht an und die Aufsichtsratssitzung. Vater. Die Firma geht vor, Martin. Je früher du das lernst, desto besser. Das Privatleben muss warten. Schönen Weihnachten, Gericht. Wolfgang, Menschenskind, wo bleibst du denn? Ah. Prost.
Von dem Bier träume ich, seit der Wir ab, ja. Bist du auch selber schuld? Wie? Wie kann man so bescheuert sein? Ich meine, wie kommst du denn darauf, dass der Papst dich sprechen will? Und dann noch in Privataudienz unter vier Augen? Dann schleppst du die Schwester Anna mit, ohne dass die Mutter Oberin was davon weiß. 2000 Euro hat mich das Ganze gekostet. Also von den Spießen gar nicht zu reden. Ja, aber die kommt in die größten Schwierigkeiten. Ja, woher willst du denn das? Von den Nonnen. Ich durfte die Bänke liefern, ja. Ich habe gehört, du bist nach Rom gepilgert. Ja, zweimal, einmal und nie wieder. Und hast du wenigstens ein Foto mit dir und dem Papst mitgebracht? Woher weißt du? Verkehrt. Überraschung. Naja, und wo bist du? Hier. Aha. Und ohne persönliche Widmung. Ja, darf sonst noch was sein. Ach. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Hermann, hast du einen Kugelschreiber? Willst du das etwas selber signieren? Ich weiß sogar schon, für wen. Nicht spät. Oh, ho, ho. Ja, ja, ho, ho. Das ist doch wirklich das Letzte. 100 Euro kassieren und dann nicht kommen, wie versprochen. Moment. Wir waren da, aber da war kein Kloster. Und dann wollten wir schnell nur ein kleines Bierlein trinken. Wegen dem Schock? Genau. Probleme, die Nonnen. Und ob. 100 Euro haben wir den Herrn gezahlt. Als Anzahlung für Ihren Auftritt bei unserer Kinderweihnachtsfeier. Und jetzt schauen Sie sich das hier an. Traurig. David, frohes Fest. Oje, die Mutter Oberin ist schon da. Drück mir die Daumen, dass die Strafpflicht nicht ganz so schlimm ausfällt. Das mache ich. Was sagst du ihr denn, wer ich bin? Gar nichts. Du bist eine von den Erwachsenen, die auf die Kinder aufpasst. Ja, hallo, Dieter. Das ist aber schön, dass du Haben kommst. Haben Sie den Hund? Den Hund. Sie haben es mir doch versprochen. Ja, ich habe nur gesagt, dass ich es versuchen werde, ja? Also jetzt kommt rein, es ist kalt. Danke, Herr Meier. Danke. Bis zur Weihnachten. Kloster Kaltental, Reuter. Hallo? Wer ist denn da? Hallo, Exzellenz. Ah, da sind Sie ja. Wo ist denn die Mutter? Sie hat sich im Büro verschanzt. Das ist wohl alles ein bisschen viel für Sie. Ah ja. Exzellenz? Na ja. Hier, die Damen. Für alle Fälle. Okay. Dass ich das noch erleben darf, bevor ich meinem Schöpfer gegenübertrete. Schwester Hanna ist da. Und jetzt bin ich gespannt, welche Ausrede Sie diesmal parat haben, um Ihr mysteriöses Verschwinden zu erklären. Ich war in Rom. Der Herr Wöller glaubte, zu einer Privataudienz beim Heiligen Vater geladen zu sein und... Was? Sie waren beim Papst? Ja. Nein. Denn als der Herr Wöller merkte, dass er nur einer von über 300 geladenen Gästen ist, da wollte er leider nicht mehr hin. Wir wären ja auch schon gestern Abend zurück gewesen, aber in Italien war Generalstreik. Schon gut, schon gut, schon gut. Nur eines noch. Da rief eben ein Mann an, dass ein anderer Mann nicht in Thailand ist, sondern in einer Stunde mit einem Firmenjet nach Dublin fliegt. Ein Herr Gablonzer? Ja, möglicherweise hat er so geheißen. Und dieser andere Mann bat mich, einer Laura Berger, das auszurichten. Können Sie was damit anfangen? Ja. Hätten Sie dann freundlicherweise Entschuldigung. Die Güte, mir zu sagen, was hier vor sich geht? Ich
pass auf, dass nichts passiert. Hanna, da bist du ja. Was war denn los? Hallo, Felicitas. Ich erzähl dir alles später, Herr Meier. Können Sie bitte mitkommen? Ich habe ein Problem und nur Sie können mir helfen. Nur ich? Wer mit Ihnen den Feuerlöscher in der Bauch brennt? Brennt schon nicht. Hanna, darf ich dir Schwester Wichtrud vorstellen? Ach, sehr angenehm. Es tut mir sehr leid. Ich muss noch mal weg. Kommen Sie herbei. Also das war die berühmte Schwester Hanna. Der Stachel im Fleisch meiner Elisabeth. Ja. Wegen der hätten wir das Theater mit meinem Kreislaufkollaps wirklich nicht machen müssen. Die kann niemand so leicht ins Boxhorn jagen. Keine Angst. Bei mir sind Sie in den besten Händen. Ich habe 10 Jahre auf der Entwicklungsstation gearbeitet. Agnes, wir haben wen? Oh mein Gott, dann bekommen wir vielleicht ein richtiges Christkind. Wir müssen zum Flughafen, da wo die Privatjets stehen, so schnell es geht. Ich komme mir schon vor wie ein Flughafen zum Dienst. Aber ich bin sicher, Sie werden eine Erklärung dafür haben. Ja, das haben wir gerne, ja. Wir bringen uns hier ab. Und Schwester Hanna kutschiert durch die Gegend. Liebe Kinder, leider hat es der Weihnachtsmann nicht bis zu uns geschafft. Oh. Aber wir haben dafür einen richtigen Bischof, der den Weihnachtsmann vertreten wird. Bitte, Herr Rossbauer. Ja, was soll ich sagen? Liebe Kinder... Ho, ho! Hier bin ich! Sie haben vielleicht Nerven. Seien Sie froh, dass ich überhaupt gekommen bin. Tut mir leid, liebe Kinder, dass ich mich verspätet habe. Aber mein Knecht Ruprecht, diese Pflaume hat sich wieder einmal verfahren mit unserem Schlitten. Aber da ihr sicher ganz ungeduldig auf eure Geschenke wartet, oder nicht? Ja! Also, dann wollen wir doch gleich zur Sache kommen. Engelchen, das Buch. Danke. Wer sind die beiden? Das sind Weller und Huber. Die anderen beiden waren total betrunken, als wir in der Gaststätte waren. Deswegen haben wir die noch Gott sei Dank gekriegt. Und der erste im goldenen Buch ist der Thomas Angerer. Wo ist der Thomas? Ah, dann komm mal her. Keine Angst, ich beiße nicht. Na, dann wollen wir mal sehen, was über dich im goldenen Buch steht. Das Kind liegt richtig. Es wird keine Komplikationen geben. Alle 2 Minuten. Ich denke, gleich geht's los. Oh mein Gott, was mache ich denn jetzt? Agnes, dreh mir jetzt nicht durch. Geh und schick mir Jenny. Du fällst sowieso wieder gleich in Ohnmacht, wenn du Blut siehst. Ah ja, ja, Jenny holen. Es tut mir alles so wahnsinnig leid. Jetzt verderbe ich Ihnen auch noch die Weihnachtsfeier. Ach, das macht doch nichts. Nur schade, dass der Vater nicht dabei sein kann. Der ist in Thailand. Weiter weg geht's wohl nicht. Ja. Ich bin Schwester Hanna. Sie kennen mich nicht und ich weiß von Ihnen nur, was Laura Berger mir erzählt hat. Laura? Ja, ich habe auch nur eine Frage. War Ihre Begegnung mit Laura, wie soll ich sagen, nur eine Affäre des Juniorchefs oder war da mehr? Ich weiß nicht, was Sie das angehen sollte. Bitte, ich muss das wissen. Davon hängt sehr viel ab, weil Laura hat genug durchgemacht und ich möchte nicht, dass sie nochmal enttäuscht wird. Bitte. Okay, eigentlich wollte ich morgen Laura in Rom besuchen und mich mit ihr versöhnen. Ich muss aber leider geschäftlich nach Dublin, es tut mir wirklich leid. Ihr Vater hat Sie heute Nachmittag beauftragt mit dieser Reise, stimmt's? Da kommt eine Nonne übers Rollfeld gerannt und stellt mir solche Fragen. Laura war heute Nachmittag bei Ihnen zu Hause. Nein. Doch. Aber Ihr Vater hat behauptet, Sie wären in Thailand und hat Laura vor die Tür gesetzt. Was? Wo ist Laura jetzt? Bei uns, im Kloster. Tja, Katrin. Was hast du denn gegen deinen kleinen Bruder? Der macht immer alles kaputt und petzt immer bei der Mama. Wie bitte?
und petzt immer bei der Mama. Ja, und? Du warst doch auch mal klein, oder? Und hast jede Menge Mist gebaut. Aber ich will mal nicht so sein. Das ist ja toll, dass Sie doch noch gekommen sind. Wir haben gar nicht mehr dran geglaubt. Ja, und stellen Sie sich vor, mein Mann ist sogar dafür. Also sagen wir, wenn ihr scheiden wollt, ihr es nicht ankommen lassen. Bitte sehr. Dankeschön. So, das war's. Aber vielleicht singen wir jetzt zum grünen Abschluss das Liedchen Alle Jahre wieder. Entschuldigung, wir haben noch ein Geschenk für den Jungen im Rollstuhl. Alles klar. Ja, beinahe hätte ich das Wichtigste vergessen. Das Geschenk für den Dieter. Jetzt schau nicht so traurig. Komm mal hierher. Der Junge ist ja im Rollstuhl. Ja, und das noch 3 Monate. Wir haben gar keine Geschenke mehr. Wetten das? Ja. Was hätte ich dich, lieber Dieter, vergessen? Wo du doch den allergrößten Wunsch hast. Obwohl du nicht mehr an den Weihnachtsmann glaubst. Jetzt mach deine Augen zu, denn jetzt kommt dein Geschenk. Wirklich. Zum grünen Abschluss. Was war denn das? Ein Baby? Ein Christkind. Und das in absoluter Rekordzeit. Ja. Gott, ist das süß. Was geht hier vor? Wir haben ein Kind zur Welt gebracht. Und das am Heiligen Abend. Ja. Ich lasse der Affe. Wollen Sie da? Soll ich die Koffer ausladen oder? Ja, bitte. Das ist alles schön und gut. Trotzdem, ich darf doch wohl eine Erklärung verlangen. Also, ich finde, Hauptsache Mutter und Kind sind wohl auf. Ah, Schwester Hanna. Entschuldigung. Nein. Das Baby. Es ist ein Mädchen. Laura? Oh mein Gott. Martin. Ist das? Ich finde, wir sollten die jungen Eltern jetzt alleine lassen. Ehrlich, Mutter, ich kann nichts dafür. Aber wenigstens weiß ich jetzt, warum der Herr mich nach Rom geschickt hat. Warum hast du mir nichts gesagt? Weil du nicht angerufen hast. Aber du wolltest nicht, dass ich mich melde. Eigentlich nicht. Und irgendwie schon. Ich wollte morgen zu dir nach Rom. Das glaube ich dir nicht. Ich kann es beweisen. Für mich? Für euch. Hast du jetzt endlich deinen Hund? Ja, danke schön. Ja, dann musst du nicht mir danken, sondern der Familie König. Der Frau König. Ja. Danke schön. Gern geschehen. Ich habe auch einen bekommen. Ah. Frohes Fest. Frohes Fest. Vielen Weihnachten. Dank. Auf Wiedersehen, Herr Meier, und ein frohes Fest. Frohes Fest. Und danke schön. Falls wir die Mitternachtsmesse noch schaffen wollen, sollten wir uns auf den Weg machen. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich bleib lieber hier. Ach ja? Darf ich fragen, warum auf einmal? Nein, das dürfen Sie nicht. Trotzdem danke. Bitte. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Sie bleiben doch zum Essen. Nein, danke. Ich fahre jetzt nach München. Fröhliches Fest. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Fröhliches Fest. Gesegnetes Fest. Thank you.
Und jetzt will ich das Baby sehen. Wo es gerade gemütlich wird. Außerdem gibt's Gänsebraten. Dann bleibst du doch hier. Das mache ich auch. Und damit die Herr Föhler, jetzt springen Sie doch einmal über Ihren Schatten. Ich habe keine... Schwester Hanna! Ja, einen Augenblick, Mutter. Ich komme gleich. Herr Föhler! Schwester Hanna! Elisabeth! Das ist unser. Aber so geht das nicht. Das Leben geht weiter. Mit oder ohne uns. Komm her, mein Kind. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Herr Wöller, was wollen Sie denn alleine im Ochsen? Jetzt noch und an Weihnachten. Ihr tagt dieses Fest nur im trunkenen Zustand. Und das möchte ich Ihnen nicht antun. Ich werde einfach nicht schlau aus Ihnen. Da haben Sie die Größe und springen als Weihnachtsmann ein und dann sind Sie plötzlich so wieder... Wolfgang Wöller. Ja. Also bitte, bleiben Sie. Mir zuliebe. Na gut. Ah! Hätte ich beinahe vergessen. Für Schwester Hanna mit meinem persönlichen Segen? Da fehlt doch die Unterschrift. Bin ich der Papst? Und das soll ich jetzt in unsere Hauskapelle stellen. Da würde sich jemand sehr freuen. Gut. Unter einer Bedingung. Die wäre? Sie bleiben. Bitte. Gut. Ihnen zuliebe. Gut. Aber unter einer Bedingung. Die wäre? Ich kriege mein Bierchen. Gut. Und noch was. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Gibt's hier überhaupt ein Bierchen? Schauen wir mal. Aber erst schauen wir uns unser Baby an. Muss das sein? Ja. Unser kleines Christkind.